Während der Evakuierung Ruhe zu bewahren. Gehen lassen, verstehst du das nicht? Wieso nicht? Die Technos haben sie. Ich habe gesehen, wie sie sie mitgenommen haben. Hört ihr, wir müssen sie wiederholen. Wir müssen sie gemeinsam dazu bringen. Das ist alles nicht so einfach. Sie würden es nur leugnen. Willst du die Technos alarmieren, indem du ihnen klar machst, wie viel Brady uns bedeutet? Ihr versucht doch nur, mich davon abzuhalten, mein Baby zu finden. So viel wir wissen, wurde Brady versehentlich entführt, oder? Sie wurde entführt. Das ist alles, was mich daran interessiert. Wenn Ram klar wird, wie viel sie uns bedeutet, dann benutzt er sie. Doch noch so klein und hilflos. Sie ist mein Kind. Amber, sag's ihnen, sag's ihnen, sag's ihnen. Trudy, Trudy, Sie haben recht. Okay, wir werden sie finden, aber wir müssen sehr vorsichtig sein. Nein, jetzt gleich. Siva ist mit ihrer Truppe unterwegs und sucht nach ihr. Und Lex auch. Wir werden sie finden. Bitte, Trudy. Sie wird's wieder versuchen. Ich kenne sie. Wir passen auf. Aber wir brauchen Hilfe. Vergiss nicht die Kontakte, die Jay hat. Wie du schon sagtest, wir finden sie. Wir finden das Baby wirklich, oder, Celine? Ich verspreche es dir, Maus. Lex, was machen wir hier? Hier gibt's gleich einen Schichtwechsel. Das heißt, Arbeiter kommen rein und Arbeiter gehen raus. Leichte Beute, Sammy. DVDs, alles, was ihr wollt. Wollt ihr vielleicht fliegen? Wollt ihr Freunde finden? Wir sind den ganzen Tag hier. Weiter sagen. Schieß los. Ram muss neutralisiert und wird gefunden werden. Meinen Segen hast du. Ich hab Rams Vertrauen. Wir haben leichtes Spiel. Was ist mit Java? Ich behalte sie im Auge. Sie hat irgendwas vor, jede Wette. Was ist mit Ebony und Siva? Ich weiß, was du meinst. Wir müssen sicher sein. Eins steht jedenfalls fest, von den drei Schwestern kann man Java am wenigsten trauen. Ihr bedeutet niemand was, außer sie sich selbst. Was hast du vor? Hast du volle Unterstützung der Mallrats? Ja, plus Sivas Truppe und noch ein paar vom Eco-Tribe. Dann könnte es klappen. Hast du einen Plan? Ja. Ein Problem. Ich muss die anderen überzeugen, dass du vertrauenswürdig bist. Okay, ich vertraue dir, aber warum sollten sie es tun? Words. Mega, das kannst du ihnen nicht vorwerfen. Okay, okay, aber wenn sie mir nicht trauen, wird der Plan nicht funktionieren. Noch was anderes. Hast du zufällig von einem Baby gehört, das kürzlich gebracht wurde? Sie ist die Tochter einer Freundin. Sie flippt aus vor Angst. Ich hab gesagt, ich frag dich. Schwierig. Ich werde sehen, was ich rauskriege. Das wäre sehr nett von dir. Ihr wolltet schon immer mal Bungee springen? Wir haben Bungee springen. Wir haben sogar Achterbahn. Alles, was ihr wollt. Wir haben einfach alles. Sammy? Ja. Wir müssen weg. Vergiss das Zeug. Alle sofort weg von dem Tisch.
geht hier vor? Wer ist für diesen Krempel verantwortlich? Pride! Pride! Kann ich dich begleiten? Ich gehe aber nirgends hin. Nur in mein Zimmer. Oh. Gibt's irgendwas? Eigentlich nicht. Es ist nur... Ich habe solche Angst. Wenn es zu einem Kampf kommt, was... Was wird dann mit mir passieren? May, du bist nicht allein. Du weißt doch, wie wir hier leben. Wir sorgen füreinander. Ich weiß. Ich weiß, es ist nur... Tut mir leid. Ich sollte dich nicht damit nerven. Störe ich euch bei irgendwas? Celine, hi. Ich habe Pride nur gerade gefragt, ob wir nicht bald die Technos angreifen und... Naja, wir haben noch nichts entschieden. Nein, natürlich nicht. Wenn es soweit ist, sagt ihr mir Bescheid? Klar. Gut. Okay, wir sehen uns irgendwann. Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Du weißt nicht, wie du mit dir umgehen sollst, hm? Sowas in der Art. Ich habe meinen Kontaktmann wieder getroffen. Jetzt fühle ich mich sicher. Er will Ram vernichten, genau wie wir. Je eher, desto besser. Aber die Frage ist nur, wie. Ich denke, ein Frontalangriff würde fehlschlagen. Sehe ich auch so. Ihre Technologie ist einfach zu stark. Wie kommen wir denn sonst rein? Einer nach dem anderen durchs Küchenfenster? Hast du eine Idee, Jay? Megger ist bei Ihnen drin. Er könnte uns helfen, indem er sie irgendwie ablenkt. Also ich verlasse mich sicher nicht auf einen von den Technos. Ich spiele da nicht mit. Siva und ich sind draußen. Ich entscheide für mich selbst, Lex. Siva, die Mühe erspare ich dir gern. Das ist doch Wahnsinn. Die benutzen uns nur. Wir machen Ram fertig und die übernehmen die Macht. Jay hat bereits 100-mal bewiesen, dass er auf unserer Seite ist. Davon bist du überzeugt, was? Das bin ich auch. Wer von euch ist für Jay? Was du mit Lex machst, ist verboten. Warum machst du das überhaupt, Sammy? Weil er clever ist und ich will auch mal so clever werden wie er. Das kann man wohl sagen. Deswegen lagert er das Zeug auch in unserem Zimmer und nicht in seinem. Lex sagt, wenn wir sie nicht verkaufen, dann macht's ein anderer. Und jeder will sie haben. Wir bedienen die Nachfrage. Nicht jeder will sie haben. Ich jedenfalls nicht. Celine hatte recht. Reality Space macht verrückt im Kopf. Macht es nicht? Das tut es sehr wohl. Wenn du das mit Lex nicht aufgibst, dann sag ich Celine, was du machst. Also selbst wenn Jays Kontaktmann uns irgendwie weiterhilft, was machen wir wegen ihrer Waffen? Die machen uns fertig. Patch, wenn du Sivas Waffe nimmst, kannst du da nicht eine Art Entschärfung entwickeln? Eventuell schon, ja. Für Sivas Waffe. Aber wir können nicht jede ihrer Waffen manipulieren. Mega kann's. Bist du sicher? Absolut. Die Waffen werden durch den Zentralcomputer aufgeladen. Das wäre einfach. Aber macht er's? Wenn er uns wirklich helfen will, wie er sagt? Ich frag ihn. Hey, was ist los? Die hat Siva irgendwo gefunden. Illegales Zeug. Und du verbrennst sie? Logisch, was sonst? Logisch, nein, ja, auf jeden Fall. Kann ich dir helfen? Klar. Weißt du was, ich könnte den Rest für dich übernehmen, falls du was anderes zu tun hast. Vielen Dank, Lex. Ich nehme dich sofort beim Wort. Cool. Wir sehen uns. Ihr könnt gehen. Los, verschwindet. Ich brauche euch nicht. Da bist du. Ich hab dich schon gesucht. Die hat gesagt, du wärst hier. Kannst du mir das erklären? Naja, ich stehe auf Feuer. Schon immer. Und als ich das hier gesehen habe, Nein, bei der Versammlung. Da hast du so ein Theater gemacht. Wieso denn? Willst du nicht, dass wir es endlich hinter uns haben? Du meinst mit Ram die Sache? Ich habe keine Lust, mir das Gequatsche von dem blonden Jay reinzuziehen. Der muss nur mit den Augen zwinkern und schon frisst du ihm aus der Hand. Dann bist du eifersüchtig. Was, auf den Typ? Oder vielleicht hast du andere Gründe, warum du willst, dass es weitergeht. Was meinst du?
Gar nichts. Komm schon, ich helfe dir. Sag es. Liebst du mich? Sag es. Ich werde dich immer lieben. Sag's nochmal. Warum kann es nicht immer so bleiben? Nur du und ich. Wir. Was ist? Warst du gerade im Paradise-Programm? Bin schon, was soll's? Wir waren uns einig, nicht in der Mall. Glaubst du nicht, dass schon genug Menschen abhängig sind, ohne dass wir da mitspielen? Welches Recht hast du, mich davon abzuhalten? Jede Minute, die du drin bist, ist ein billiger Sieg für die Technos. Du machst es ihnen viel zu einfach. Was soll ich denn bitte sonst machen? Wer von euch allen interessiert sich denn wirklich für mich, Celine? Niemand. Das bildest du dir ein, May. Das bildest du dir ein. Ja. Da fühle ich mich wirklich zu Hause, Celine. In meiner Einbildung. Und da war ich auch, bevor du gekommen bist, mit deiner miesen Moralpredigt. Zu Hause. Mit meinen Erinnerungen. Denn die sind das Einzige, was ich noch habe, dank dir. Das glaubst du doch selbst nicht. Weißt du, wenn du solche Erinnerungen hast, ich habe mich wirklich irre gut amüsiert. Und er sich auch. Mit einem, den ich kenne? Es liest deine Gedanken, wusstest du das? Mit diesem kleinen Gerät besuche ich alte Freunde in besseren Zeiten. Ich kann wirklich jeden besuchen, den ich je kannte. Und wann immer ich will. Du kannst mich nicht davon abhalten, mich zu erinnern, Celine. Wir nennen uns Small Rats. Wir sind für immer Brüder und Schwestern. Wann hast du zum letzten Mal was Warmes gegessen? Babys werden doch schon immer zur Welt gebracht, oder? Ich habe noch nie ein Baby bekommen. Keine Angst, ich werde dir helfen. Wenn du nicht gewesen wärst, wäre ich jetzt nicht mehr am Leben. Du siehst immer so toll aus. Ach, das findet ihr? Ja, du siehst so schön aus. Was machst du denn da? Ich bin euch allen nur im Weg. Das ist nicht wahr. Ich liebe dich, Ryan. Hast du verstanden? Ich liebe dich. Willst du mich heiraten? Du warst immer mein Champion, mein Beschützer. Wenn ich es nur rückgängig machen könnte. Du sagst, ich soll auf mein Herz hören. Mein Herz führt mich zu dir. Das hat es immer getan und wird es immer tun. Ich will dich, Bray. Ich will nur dich. Er macht's. Ja. Megga wird die Waffen manipulieren, sobald wir wissen, wann wir den Angriff starten. Dann sollten wir keine Zeit mehr verlieren. Legen wir los. Alles okay? Sicher. Jay hat mit Megga gesprochen. Er wird die Waffen manipulieren. Das klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein. Ich hoffe, du verstehst mich nicht falsch, aber bist du sicher, dass Megga vertrauenswürdig ist? Ja, ich traue ihm. Ich sag ihm Bescheid. Maus, was hast du? Es ist wegen Trudy. Keiner weiß, wo sie ist. Lass mich los, ich will sofort zu meinem Baby! Tut mir leid, aber du musst hier weg. Ram, dann will ich zu Ram! Okay, okay, beruhige dich. Wir bringen dich hin. Bringen wir sie zu Java.
kein Zeichen von ihr. Glaubst du, sie wollte zu Brady rüber ins Hotel? Klar, wohin sonst? Das war das Einzige, was sie wollte. Ich hab euch gewarnt. Hat sie jemand gesehen? Ja, ich. Hätte ich es euch sagen müssen? Maus, wie lange ist das her? Denk nach. Ich weiß nicht. 10 Minuten? Eine Stunde? Oh, ich hab was falsch gemacht. Nein, Maus, alles in Ordnung. Keine Angst. Wir haben überall gesucht. Nichts. Okay, wir nehmen an, sie wollte zu Brady. Wo führt uns das hin? Ganz einfach. Java checkt, was Sache ist, reimt sich den Rest zusammen und erpresst Trudy mit dem Kind, bis sie alles verrät. Nein, das würde sie nicht machen. Sie verrät uns nicht. Sehe ich auch so. Träumt weiter, das wäre nicht das erste Mal, dass das passiert. Trudy würde alles tun, um ihr Kind wiederzubekommen. Was macht der Wirt hier? Sie ist hier reingestürzt. Wir bringen sie zu Java. Wer bist du? Was willst du hier? Ich wohne hier in der Stadt. Ich bin auf der Suche nach meinem Baby. Nein, ich glaub ihr nicht. Könnte eine Spionin sein. Gib mir eine Minute. Was machst du hier? Dasselbe könnte ich dich auch fragen. Aber wie kommst du hierher? Wo bist du gewesen? Wir haben keine Zeit. Bist du verrückt, Trudy? Sie haben Brady. Ich muss sie befreien. Aber so wirst du das nicht schaffen. Und wie schaffe ich es dann? Hör zu, du spielst jetzt mit, egal was ich sage, ja? Ich verspreche dir, ich tue, was ich kann, um sie zu finden. Wann? Wann? Sobald ich kann. Vertraust du mir? Ja. Okay. Werft sie raus, die Frau nervt uns bloß. Ich muss Java entscheiden. Unsinn, hast du eine Ahnung, wie viel Java zu tun hat? Denkt ihr, sie freut sich über jammernde Words? Schafft sie raus! Ich mach das schon allein. Es macht mir nichts aus. Ich kann sowieso nicht schlafen. Und außerdem gibt es niemand, mit dem ich sonst gern zusammen wäre. Meinst du das ernst? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wozu sind wir hier, wenn wir nicht mit den Menschen zusammen sein können, mit denen wir zusammen sein wollen? Was hat das Leben dann für einen Sinn? Du bist echt lieb, Patch, weißt du das? Es ist nicht schwer, lieb zu sein, wenn es jemanden gibt, der es verdient. Nehme ich an. Dieses Spiel, von dem alle sprechen. Angeblich liest es Gedanken. Wieso probierst du es nicht aus? Ich? Niemals. Ich stehe aufs echte Leben. Das ist doch Wahnsinn! Ich entscheide für mich selbst, Lex.
sie das Gitter hoch. Brady! 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 Oh, Brady! Oh, meine Kleine. Oh, vielen Dank, ich danke dir. Jetzt dürfte alles klar sein für morgen. Ich denke schon. Kommt rechtzeitig. Jetzt weiß ich, dass es klappen wird. Was ist denn anders? Was ihr morgen vorhabt, ist ein Himmelfahrtskommando. Die haben Tyzan und Bray und all die anderen. Aber ich habe Tyzan gesehen. Vielleicht geht es Bray und den anderen auch gut. Erwartest du, dass wir dir das glauben? Hey, ich weiß, was ich gesehen habe. Keiner von uns weiß sicher, was er gesehen hat. Nicht seit dieses Spiel in unser Leben kam. Was soll ich jetzt machen? Etwa zusehen, wie ihr fertig gemacht werdet? Lex, wenn wir die Wahl hätten. Aber die haben wir nicht. Wir müssen es tun. Und wir müssen glauben, dass wir es schaffen. Ebony. Ich möchte dir etwas mitteilen. Muss was Wichtiges sein. Ist es. Dann schieß los. Du übernimmst die Verantwortung für Jays Leben. Was soll das? Ich verstehe nicht. Wenn du nicht dazwischen gekommen wärst, wären Jay und ich längst über alle Berge. Wir würden unser eigenes Leben führen. Jay trifft seine Entscheidungen allein. Ich hab dir gesagt, mit ihm habe ich die Chance, glücklich zu werden. Er ist meine einzige Chance. Das, was Bray für mich war. Das hat dich nicht davon abgehalten, mein Grab auf Eagle Mountain zu schaufeln. Darum machst du es also? Aus Rache? Ebony, ich mache überhaupt nichts, hörst du? Jay ist mit dir zusammen und das ist wunderbar für mich. Aber du wärst froh, wenn's anders ausgegangen wäre, oder? Meinst du? Wenn was schief geht morgen. Wenn Jay irgendwas zustößt, mache ich dich fertig. Sag mir, war es schwer, sie zu überzeugen? Das Baby hat's rausgerissen. Das war ein echter Glücksfall. Ich glaube, sie hätten vorher auch kooperiert, aber jetzt weiß ich, dass sie mir vertrauen. Sehr gut. Dann ist also alles klar. Genau. Dann müssen wir also lediglich dafür sorgen, dass Java unser kleines Spiel nicht stört. Wird sie nicht. Sehr, sehr gut. Das heißt also, Jay, Ebony und all die anderen Elemente der Opposition gegen die Technos sind genau da, wo wir sie haben wollen.